Hallo. Müssen Sie einen Graben für Wasser, Elektrizität oder die Kanalisation unter schwierigen Bedingungen ausheben? Ich würde Ihnen empfehlen, die Kreissäge zu verwenden. Aber bei den weichen Bedingungen, wie wir sie heute haben, ist die Grabenfräse das richtige Arbeitsgerät. Wir haben mehrere Modelle von Grabenfräsen mit einer Grabtiefe von 60 cm bis zu mehr als 1,5 Metern und einer Grabenbreite von 10 bis 30 cm. Hier habe ich die Grabenfräse LT213 mit dem Bobcat T450 Raupenlader, der es mir erlaubt, bis zu 90 cm tief zu graben. Ich zeige Ihnen nun, wie die Grabenfräse funktioniert und wie man sie benutzt. Wir haben hier die Kette mit den Standardzähnen. Wenn Sie diese ändern, können Sie die Breite Ihres Grabens variieren. An der Vorderseite befindet sich die Klinge, die den Boden des Grabens reinigt. Alle Arbeitsgeräte können entweder hydraulisch oder mechanisch seitlich verschoben werden. Und auf dieser Seite befindet sich die Schnecke, die das Material aus dem Graben befördert. Um die Grabenfräse zu bedienen, müssen Sie die Maschine rückwärts fahren und die Kette muss sich in diese Richtung drehen. Lassen Sie uns in die Kabine gehen und ich werde Ihnen zeigen, wie man sie benutzt. Um zu beginnen, starten Sie den Motor. Zum Bestätigen drücken. Aktivieren Sie den Hilfsantrieb. Standarddurchfluss nur bei diesem Modell. Erhöhen Sie die Drehzahl. Und starten Sie die Rotation der Kette, indem Sie den Abzug am rechten Joystick drücken. Nun kann man sie langsam in den Boden stecken, indem man den Aufsatz kippt. Und dann muss man immer ein bisschen anheben und tiefer gehen. Sie können ein wenig nach hinten gehen, um auch den Grabenreiniger hineinzulegen. Und dann sind Sie voll drin. Sie können langsam rückwärts fahren. Die Geschwindigkeit hängt von den Bedingungen ab, unter denen Sie schneiden. Bei sehr harten Bodenbedingungen muss man sehr langsam fahren. Hier ist es ziemlich weich, sodass ich ein bisschen schneller fahren kann. Wenn Ihre Kette also blockiert, versuchen Sie zunächst, die Ausrichtung der Kette zu ändern, indem Sie den linken Hebel festhalten. Und fahren Sie dann weiter. Wenn das nicht hilft, müssen Sie den Ausleger anheben. Wenn Sie am Ende ankommen, halten Sie die Kette in Bewegung. Heben Sie den Ausleger vom Boden ab und halten Sie dann an. So, der schöne Graben ist in wenigen Augenblicken ausgehoben und ich habe heute zwei Tipps für Sie. Erstens, wenn Sie in sehr felsigem Gelände arbeiten, sollten Sie die robusten Felszähne verwenden, mit denen Sie die Arbeit besser erledigen können. Zweitens, wenn Sie nahe an Wänden arbeiten müssen, entfernen Sie einfach die seitliche Schnecke, um noch näher arbeiten zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlassen Sie mir einen Kommentar und bis zum nächsten Mal.